Freunde, ich bin's Chris und heute habe ich mal eine ganz heikle Angelegenheit, würde ich es mal so bezeichnen. Ihr kennt es ja alle, die ganzen religiösen Fanatisten, Islamisten, radikale Christen, radikale Juden, schlag mich tot. Ich weiß auch, wenn ich etwas gegen Juden gesagt habe, ich bin kein Nazi. Aber es muss angesprochen werden, weil dem ist halt so. Auch wenn ich weiß, in der Geschichte, die Christen waren ja auch nicht gerade die Saubermänner. Ich will ja nichts und niemanden als Saubermänner hinstellen. Das sage ich schon mal gleich im Voraus. Und das sind auch nur ein paar Gedanken zu dem Thema, weil nämlich das Thema ist religiöser Fanatismus. Erstmal so. Was ist das genau? Das ist ganz einfach, wenn man sagt, nur der eine Glaube und kein anderer. Was zum Beispiel was die Radikalen machen. Radikale Christen, radikale Islamisten, schlag mich tot. Es gibt's schon seit es die Religion gibt. Gibt's das. Egal wie, egal wo, egal was, das gab's eigentlich schon immer. Und ja, bevor ich das hier auch noch vergesse, ich ziehe mir nämlich hier gerade noch ein bisschen den Text zurecht, damit ich besser alles lesen kann. Dann nehme ich, wie schon gesagt, egal welche Religion, Beispiel abrahamitischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam. Nein, ich werde hier niemandem das Alte Testament vorrasseln. Auswendig tue, wissen tue ich sie eh nicht. Uff, warum denn? Naja, auch wenn ich gut aufgepasst habe früher in Religion. Und jetzt mal ein anderes Thema. Ja. Wie schon gesagt, nur die eine Religion und keine andere, was das auszeichnet. Uff. Und Beispiele sind Christianisierung und Islamisierung. Christianisierung, sagen wir mal, ganze Missionierung in der neuen Welt, in Afrika. Genauso wie die Islamisierung in Nordafrika und Teilen des und im arabischen Raum halt eben. Naja. Und das war ein bisschen noch von der Geschichte, wie sowas erbaut. Und natürlich gibt es auch noch in der modernen Welt. Naja, zum Beispiel, naja, das ist immer noch hier an der einen oder anderen, auch mit mir keine Ahnung, mir kann es eigentlich, ist eigentlich relativ wurscht, auch wenn ich selber katholisch getauft bin. Aber trotzdem, für Fanatismus stehen da von den USA getöteten Osama Bin Laden und Anders Behring Breivik, der nicht nur religiös-christlicher Fanatist war, sondern auch im rechten Spektrum, da hat er ja gezielt Muslime und so umgebracht. Das war ja eigentlich ein Beispiel. Aber naja, will ich ja mal hier nicht sagen, ich habe mir sowas nicht gemerkt. Dann gibt es natürlich noch nicht nur im Judentum, nicht nur im Christentum, Judentum und Islam gibt es religiösen Fanatismus, sondern auch im Hinduismus und Buddhismus. Aber wie bei den anderen beiden ist auch im Judentum in der Öffentlichkeit nichts bekannt. Öffentlichkeit schon mal auch wegen der Geschichte, weiß ja jeder. Hier, die Nazis haben ja viele Juden vergast und Pipapo und haut mich dort. Naja, so die bekannten. Bekanntesten Mittel, was die dafür benutzen, sind Missionierung und Heiliger Krieg. Ja, was ist Missionierung? Ist kurz gesagt, das heißt quasi, man verspricht ungefähr wie bestimmte Leute lügen das Blaue vom Himmel, in dem Fall verspricht man das Paradies. Wenn man konvertiert zum Beispiel. Wenn man jetzt vom Judentum zum Islam konvertiert, weil man den Glauben angenommen hat, weil wird einfach Paradies erbrochen, pipapo, habe ich dort. Oder welche Glauben auch immer. Und Heiliger Krieg, das bedeutet, dass man im Namen der Religion zur Waffe greift. Das gab es im Mittelalter, die ganzen Kreuzzüge, das war ein Heiliger Krieg. Das sind die Christen von Nordeuropa, von Mitteleuropa, dort wo wir, ja, dann nach Israel gezogen, ins heutige Israel, Palästina. Und wollten dort die Muslime vertreiben aus ihrem gelobten Land. Weil dort ja, wie ja jeder weiß, bla bla bla. Ich hole jetzt nicht nochmal ich hole jetzt keine Bibel raus, ich hab keinen Bock drauf.
hier Jesus die Zeitliche gesegnet hat, sagen wir mal so. Ja. Und dementsprechend auch die Muslime haben dann auch den Heiligen Krieg erklärt, genannt den Dschihad. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ich will ja noch ein bisschen türkisch-arabisch lernen irgendwann im Laufe meines Lebens. Nein, ich will nicht kommentieren, ich bin einfach immer noch, will immer noch viel lernen. Ja, wenn, naja, kurz gesagt, auch wenn ich ein bisschen schnaufe, ein bisschen auf Nacht, bin noch ein bisschen ausgepowert. Religiöser Fanatismus ist ein Scheiß, aber ist immer noch aktuell. Leider, aber deswegen muss auch drüber geredet werden. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr abonniert. Natürlich kann man immer abonnieren. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr alle meine Videos gut heißt. Social Media wie meine Facebook- und Twitter-Page sind in der Videobeschreibung. Die kann man finden, wenn man diese auch aufklappt. Und ja, dann bis dem irgendwann. Tschüss.